Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, vorgeschrieben wurde euch der Kampf, während er euch zuwider ist. Was heißt hier zuwider? Der Kampf ist schwer. Der Kampf braucht Abmühung. Der Kampf braucht Opfer. Das ist nicht eine Sache, die ein Herz offen empfängt, sondern es ist schwer für ihn. Das Gebet ist manchmal schwer, es zu verrichten. Wenn jetzt zum Beispiel das Gebet um 3 Uhr, 4 Uhr morgens, das ist schwer zu verrichten. Dieses ist nicht gemein, denn hier müht sich der Diener ab und niemals würde er dir bestätigen, dass er diese Ibadah hast, a'udhu billah, sondern es fällt ihm schwer. Es fällt auch manchen schwer, die Zakat zu geben, besonders wenn sie reich sind. Da zahlt er nicht nur 10 Euro Zakat wie wir oder vielleicht 20 Euro, sondern er zahlt vielleicht teilweise Millionen. Überlegt mal eine Person, der zum Beispiel 500 Millionen hat, der zahlt schon einen beträchtlichen Anteil an Zakat. So fällt es ihm schwer. Aber schwerfallen und hassen ist ein ganz anderes Thema. Wie auch eine Frau zum Beispiel, deren Mann eine zweite Frau geheiratet hat. So sagt sie, ich mag das nicht. Was meint sie damit? Ich mag nicht, was Allah herabgesandt hat. Nein, das meint sie nicht. Sondern es fällt mir schwer, ich will meinen Mann nicht mit einer anderen Frau teilen. Warum sollte ich das? Das ist ein ganz anderes Thema. Und deswegen, liebe Geschwister, unterscheidet zwischen dem einen und dem anderen Fall.